Hallo und herzlich willkommen bei der Syrex Wegetechnik. Mein Name ist Ralf Moisin. Ich arbeite seit bereits vielen Jahren für die Syrex Wegetechnik im technischen Support. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie einfach es ist, Befehle von einem HMI-Panel bzw. dem STEP 7-Programm an eine Syrex-Baugruppe zu senden. Die folgenden Erklärungen, wie man Befehle an eine Syrex-Baugruppe sendet, gelten generell für alle Syrex-Baugruppen in S7 1200 und S7 1500. Ich möchte Ihnen die Befehlsausführung gerne anhand der WP251 zeigen. Fangen wir zunächst mit dem HMI-Panel an. Ich möchte Ihnen die Befehlsausführung am Beispiel des Buttons Einzelwägung starten gerne zeigen. Bei Betätigung des Buttons Einzelwägung starten wird im Instanz-DB der Syrex WP251 in CMD2 der Befehlscode 1101 eingetragen und das Triggerbit wird gesetzt. In dem Instanz-DB sieht dies dann wie folgt aus. Befehle, die von dem HMI-Panel aus ausgeführt werden, werden in das Befehlsfach CMD2 eingetragen. Um zum Beispiel eine Einzeldosierung zu starten, wird der Befehlscode 1101 eingetragen. Den Befehlscode findet man entweder über die Sievert Tool Software als Zahl in der Klammer neben einem Befehl oder auch im Handbuch der WP251 im Kapitel 10. Zusätzlich zu dem Befehlscode muss auch einmalig das Triggerbit in dem HMI-Panel gesetzt werden. Genau dann, wenn das Triggerbit gesetzt wird, wird der Befehl ausgeführt. Das Triggerbit wird automatisch vom Funktionsbaustein wieder zurückgesetzt. In dem Instanz-DB gibt es insgesamt drei Befehlsebenen: CMD1, CMD2 und CMD3. CMD1 ist reserviert für den S7-Programmierer und wird in dem Ready for Use nicht verwendet. Hier kann der S7-Programmierer seine Befehle ausführen. CMD2 ist reserviert für das HMI-Panel. Hier werden die Befehle, die von dem HMI-Panel kommen, eingetragen. CMD3 ist reserviert für den OB30 bzw. OB35. Der OB35 wird alle 100 Millisekunden aufgerufen. Im OB35 wiederum wird der FC30 aufgerufen. Der FC30 kopiert nun abwechselnd die Befehle, die bei CMDA und bei CMDB eingetragen sind, in die Befehlsebene CMD3. Gleichzeitig wird auch immer alle 100 Millisekunden das Triggerbit gesetzt. In meinem Beispiel sind es hier nun die Befehle 2030 und 2034. Nun zeige ich Ihnen, wie man zum Beispiel einen neuen Zollwert über das S7-Programm zu Syrex WP251 herunterschreibt. Hierzu verwende ich die Befehlsebene 1 in meinem S7-Programm. Ich gehe hierzu in den OB1 und in das vorbereitete Netzwerk. Zuerst wird ein neuer Sollwert in dem Instanz-DB vorgegeben. In meinem Beispiel gebe ich hier nun einen neuen Sollwert von 99 Kilogramm vor. Danach wird der entsprechende Befehlscode vorgegeben. Das Lesen eines Datensatzes hat die Befehlsnummer 2000 plus Datensatznummer. Das Schreiben eines Datensatzes hat die Befehlsnummer 4000 plus Datensatznummer. In meinem Fall ist das Schreiben des Sollwerts das Schreiben des Datensatzes 20, also den Befehlscode 4020. Der Befehl 4020 wird nun einmalig über diese positive Flanke ausgeführt.
Der Wert 4020 wird in die Befehlsebene 1 bei CMD-Code eingetragen. Gleichzeitig wird auch einmalig das Triggerbit in der Befehlsebene 1 ausgeführt. Wie bereits schon erwähnt, wird das Triggerbit jeweils nach der Befehlsabarbeitung automatisch vom Funktionsbaustein wieder zu 0 zurückgesetzt. Daher darf das Triggerbit nur einmalig mit einer positiven Flanke auf True gesetzt werden. Nach jeder Befehlsausführung gibt die WP251 eine Rückmeldung, ob der ausgeführte Befehl mit OK oder mit einem Error beendet wurde. Das heißt, entweder wird nach der Befehlsausführung das Bit Finished OK oder das Bit Finished Error gesetzt. Der S7-Programmierer kann nun diese Rückmeldeinformationen für seinen weiteren Programmablauf auswerten. In meinem Fall kam das Finished OK-Bit. Das heißt, in der WP befindet sich nun der neue Solver. Soll nun zum Beispiel eine Einzeldosierung über das S7-Programm gestartet werden, so wird einfach der Befehl 1101 ausgeführt. Ich trage hierzu meinen Befehlscode 1101 ein und führe diesen Befehl einmalig aus über diese positive Flanke. Nun wurde in der WP251 eine Dosierung gestartet und als Kontrolle schaue ich mir wieder meine Rückmeldebits an. Auch hier kam wieder das Finished OK-Bit. Das heißt, es wurde in der WP251 eine Dosierung gestartet. In dem InstanzDB findet man nun bei den SIO-Data AVI-Status, unter anderem die Bits für das Grob- und das Feinsignal. Auch den aktuellen Gewichtswert findet man bei den SIO-Data. Die komplette Struktur SIO-Data wird automatisch alle 10 Millisekunden aktualisiert. Das heißt, es ist für den Anwender sichergestellt, dass hier immer die aktuellen Bit-Informationen und Prozesswerte zur Verfügung stehen. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie einfach es ist, Befehle an eine Syverex-Baugruppe zu senden. Ich würde mich freuen, Sie in einem weiteren Syverex-Video begrüßen zu dürfen. Siemens. Ingenuity for Life.